ein SWR-Tatort Stuttgart entsteht. Hell ist der Titel. Es ermitteln die Kommissare Lannert und Boots. Joachim ist der Szenenbildner für diese Tatortproduktion. Er sucht die Locations aus, richtet sie ein. Der Regisseur Niki Stein hat eine genaue Vorstellung. Mit dem Kameramann setzt der Szenenbildner die Vorstellung des Regisseurs in Bilder um. Dieser Tatort hat rund 20 Motive und etwa 100 Szenen. Joachim muss die Vorstellungen des Regisseurs genau kennen. Er stellt ihm seine Vorschläge vor. Der Regisseur entscheidet. Blue Sky, das ist der Name einer Hightech-Firma, die im Mittelpunkt des Films steht. Für Szenenbildner Joachim die größte Herausforderung bei diesem Tatort, ein futuristisches Gebäude zu finden, das so aussieht, als könne es der Sitz eines solchen Unternehmens sein. Das geschieht bei der Motivsuche. Regisseur, Regieassistent, Kameramann und der Szenenbildner fahren zusammen durchs Land. Natürlich hat Joachim vorrecherchiert und eine Anzahl von Gebäuden in die engere Auswahl genommen. Hier könnten sie fündig werden. Jeder bringt seine Vorstellungen ein. Der Regisseur erklärt seine Inszenierungsideen und der Kameramann denkt ganz konkret in Bildern. Dieses Gebäude ist ideal. Es steht leer und es hat die futuristische Architektur. Es hat nur einen Schönheitsfehler. Es steht ganz allein auf einer großen Wiese im Nirvana. Der Leerstand, hast du da? Der Leerstand ist völlig abgefahren, liegt nur leider falsch. Also man müsste eigentlich diesen Leerstand nehmen, an Hubschrauber hängen und irgendwo auf dem Parkplatz in Stuttgart oder Karlsruhe oder so abstellen. Dann ist er perfekt. Ja, super das Ding. Ne? Also ich würde auch dieses auch. Also das würde ich auch, übrigens diese Farbigkeit durchaus für uns nehmen. Ja? Die Frage, ob man das auf Blau nimmt und so. Hier werden als erstes die Kollegen der Baubühne gebraucht. Sie müssen riesige grüne Wände aufstellen, sogenannte Greenscreens. Das Grün wird später in der Nachbearbeitung durch Bilder einer anderen Umgebung ersetzt. Drei Beispiele. Und bitte! Ist dir eigentlich klar, was Sie da drin machen? Sicherheitssysteme. Mann. Innen war das Gebäude komplett leer. Alle für die Dreharbeiten benötigten Räume müssen eingerichtet werden. Der Szenenbildner bestimmt auch die gesamte Inneneinrichtung.